Wenn ich denke, dann denke ich in bunt. Dieses Feuerwerk, was man so von den Neuronen auch kennt, sehe ich so als einzelne Lichtareale, die kurz aufblinken. Das ist ein bisschen unterschiedlich manchmal, aber so ungefähr läuft es immer ab. Pia Bayer-Wunsch promoviert in medizinischer Informatik. Es ist ein langer Weg dorthin. Ihr IQ 138. Ich hatte mich ja nicht für sonderlich intelligent gehalten. Erfolg hatten die anderen um mich rum, aber ich nicht. Und da kann er das Ganze auch relativ frei, weil er natürlich merkt, ich stehe. Im baden-württembergischen Gingen lebt Pia, die erst seit 8 Jahren von ihrer Hochbegabung weiß. Mit ihrem IQ über 130 ist Pia Mitglied bei der hochbegabten Vereinigung Mensa. Wenn man jahrelang sich bemüht, in der Schule gute Noten zu schreiben und einfach nicht so weiß, an was liegt es eigentlich, dass ich nicht so wahnsinnig gut bin und ich mich aber auch sehr damit einfach anstreng, ja, dann ist es einfach schon so eine Art Erlösung, dann zu sehen, okay, gut, ich bin wirklich nicht so dumm. Es hat an was anderem gehakt. Das lag nicht an meiner Intelligenz. Und das war so das Beruhigende da drin. Anja ist Pias Freundin seit der 5. Klasse. Es gibt in der Schule nicht viele Freundschaften. Pia tut sich schwer, in der Klassengemeinschaft Anschluss zu finden. Sie wird kritisch gesehen von ihren Mitschülern, wird oft gemobbt. Die Mädchen fassen dennoch Vertrauen zueinander. Heute ist Anja Beatrice Patentante. Ich habe in einer Fragestellung 5 Antworten gesehen. Und dann weiß ich schlussendlich gar nicht, auf welche meiner inneren Fragen soll ich antworten. Und irgendwann habe ich angefangen, bei den Lehrern aufs Arbeitsblatt zu schreiben, ich verstehe die Frage so und so. Damit dem Lehrer klar ist, auf was ich eigentlich geantwortet habe. Weil ich ja dachte auch, er wisse, dass diese Frage mehrere Bedeutungen haben kann. War schlussendlich nicht so. Aber das war so mitunter einer der Komplikationen, die ich da hatte. Du warst ja von deiner Art einfach anders wie die Schüler. Ich glaube, so für die Klassenkameraden oder im Unterricht, du warst ja schon die sich oft melden, also die einfach was zu sagen hatte, die sich oft gemeldet hat, die dann auch viel gesagt hat, die Fragen aufgeworfen hat. Ja. Und da gab es schon Schüler, die genervt waren. Sobald Pia sich gemeldet hat oder was gesagt hat oder was getan hat, an die Tafel gegangen und eine Aufgabe gelöst oder so, das wurde kommentiert. Mhm. Und nicht nett kommentiert. Mhm. Also teilweise wurden da schon echt fiese Sachen gesagt. Diese Grundstimmung, es war irgendwann dann einfach so, ja, Pia schon wieder. Pia promoviert in Ulm in medizinischer Informatik. Mit 35 schreibt sie an ihrer Doktorarbeit. Sie füttert diesen Roboter mit künstlicher Intelligenz. Er soll Kindern im Krankenhaus ein Freund sein und Ängste nehmen. Und du auch mit mir. Wir können zusammen spielen und ich werde dir ein paar Fragen stellen. Magst du gerne mitmachen? Ja. Wir haben jetzt mal die Altersstufe bei 5 Jahren ungefähr angesetzt, wo die Kinder auch eine relativ ähnliche Größe zu Peppa selber haben. Und dann von 5 bis 10 Jahren hoch. Weil ab 10 Jahren ist es wieder so, dass dieser technische Aspekt des Roboters selber deutlich dem überwiegt, gegenüber, ich habe hier jetzt einen Kommunikationspartner, dem kann ich mich vielleicht auch anvertrauen in gewissen Situationen. Hochbegabte müssen in der Schule nur selten echte Herausforderungen meistern. Deshalb fehlt ihnen später im Studium das Gefühl, etwas geschafft zu haben. Diese Not zu erkennen und zu unterstützen, gelingt nur wenigen Vertrauenspersonen wie den Professoren Manfred Reichert und Rüdiger Prüss. Die Interaktion, also wie oft die Person kommt, wie viel sie einfordert, das ist viel höher als bei anderen. Ein normaler Promovent, der traut sich, sage ich mal, vielleicht im Jahr, wenn man nichts tun würde, 3-mal zu kommen, da kommt sie sicher 30-mal. Und das ist anstrengender als andere Promoventen, Promoventinnen, und damit muss man umgehen können. Ich glaube, dass sie so viele Ideen hat. Und dann tendiert man natürlich dazu, auch wenn die eine Idee mal verstanden ist und das Problem prinzipiell gelöst, dass man vielleicht schon zur nächsten Idee springen möchte. Und ich glaube, hier wird es dann darum gehen, den Fokus zu finden. Das wird sie in den Griff bekommen, aber das ist auch ein Prozess. In Konstanz treffen sich Pia Bayer-Wunsch und ihre Tochter mit der promovierten Psychologin Karin Joder. Der wissenschaftlich anerkannte Weg, den IQ zu messen, ist ein Intelligenztest. Karin Joder ist eine der bekanntesten Begabungsspezialistinnen in Deutschland und der Schweiz. Ich würde dann gehen. Ja, tschüss, Beatrice. Viel Spaß. Mhm. Und ich komme dann später wieder. Ja. Ja?
Gut, also tschüss. Auf tschüss. Spaß. Es geht hier nicht um Wissen, sondern darum, Probleme in kurzer Zeit zu lösen. Damit die Art der Aufgaben nicht vorhersehbar ist, bleiben Inhalte der Testaufgaben geheim und dürfen nicht öffentlich gezeigt werden. Hier werden die Kinder gezielt an ihre Grenzen gebracht. Also ich gucke ja genau bei der Diagnostik, wo ist die Leistungsgrenze? Und das ist natürlich etwas anderes als in der Schule. In der Schule machen die Kinder eben ihre Standardaufgaben und meistens die stärker begabten Kinder sind dort schnell gelangweilt. Das ist ja auch oft das Problem. Also es geht ums analytische Denkvermögen. Da ist zum Beispiel hier ist ein Muster vorgegeben, eine Struktur. Der Mensch muss also erkennen, welche Struktur hinter dem Muster steckt und muss dann mit zwei Würfeln dieses Muster hier nachbauen. Der Test dauert etwas mehr als eine Stunde. Die Psychologin wertet nach einem Punktesystem aus. Beatrice ist in der Schule unterfordert. Ist das Resultat hoch, sollte die Schule je nach Förderkonzept unterstützen. Ein Lehrer wurde dazu ausgebildet, zu unterrichten und Kinder zu bewerten. Er wurde aber nicht dazu ausgebildet, Potenziale zu erkennen. Das heißt, Hochbegabung muss man sich wirklich vorstellen als Potenzial, als Geschenk, was einfach darauf wartet, dass es entfaltet wird, dass es genutzt wird. Das passiert aber nicht automatisch. Und die Hochleistung, die kann resultieren aus einer sehr gut geförderten Hochbegabung, aber nicht automatisch. Ergebnis nach einer Stunde Test: Beatrice hat einen IQ von mehr als 130. Damit ist sie eindeutig hochbegabt. Das ist immer schwierig, da stolz drauf zu sein auf was, was sie von Natur aus mitbringt. Das ist wie wenn ich stolz drauf wäre auf ihre schönen Haare, die so schön glatt und weich sind. Da kann man natürlich auch stolz drauf sein, aber für mich geht Stolz mit so Leistung auch einher. Ich bin stolz zum Beispiel drauf, dass sie die Testung so toll gemacht hat und das so durchgezogen hat und Spaß dabei hatte und bei der Sache einfach war. Das ist der Stolz, den ich mitbringe für sie. Das hohe Ergebnis schlussendlich ist mehr so schön wirklich, dass es so weiter in der Entwicklung geklappt hat.